in der spätgotischen Thomanerkirche, die für die Konzerte ihres Thomanerchores bekannt ist, liegt Johann Sebastian Bach begraben.
das alte Rathaus in Leipzig, die Ostseite des Marktes der Messestadt dominierend, gilt als einer der bedeutendsten deutschen Profanbauten der Renaissance. An seiner Rückseite liegt der Naschmarkt. Bürgermeister und Stadtverwaltung sind seit 1905 im neuen Rathaus untergebracht. Der Augustusplatz der Stadt Leipzig. Am Augustusplatz im östlichen Stadtzentrum versammeln sich auf rund 40.000 Quadratmetern Bauwerke aus verschiedenen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts. Das Opernhaus, das von der DDR neu erbaute Gewandhaus, City-Hochhaus, Mendelssohn-Brunnen und Paulonium.
Das neue Rathaus in Leipzig. Dieses ist ein Schloss oder burgähnliches Gebäude in der Südwestecke der Leipziger Altstadt. Seit 1905 ist es der Sitz der Leipziger Stadtverwaltung. Die verschiedenen Flügel der ring- und sternförmig geschlossenen Anlage gruppieren sich um den zentralen 114 Meter hohen Turm und umschließen drei Innenhöfe. Auf einer Fläche von ca. 10.000 Quadratmeter befinden sich 578 Räume. Am 7. Oktober 1905 fand in Anwesenheit des Königs von Sachsen, Friedrich August III., die feierliche Einweihung statt.